Guten Morgen, wir haben es jetzt 9:30 Uhr und ich bin mitten im Putzwahn. Das ist jetzt erstmal Milan und mein Frühstück. Ich habe uns ein paar Brote gemacht, bisschen Fleischwurst und ein bisschen salatmäßig irgendwas. Und ja, das werden wir jetzt essen. Isila ist schon am Schlafen, also ihren Vormittagsschlaf. Und ja, ich habe gerade das ganze Badezimmer entrümpelt. Meine Güte, sage ich euch, das ist heftig. Was man alles jahrelang aufhebt, was man eigentlich gar nicht braucht. Und ja, das kommt jetzt alles weg. So, ich bin endlich fertig. Ihr habt ja gerade gesehen, wie spät das ist. Spät am Nachmittag. Und ich hatte, glaube ich, zwischendrin nur 1,5 Stunden Pause, weil die Kinder halt geschlafen haben. Und Milan wurde jetzt abgeholt von meinen Eltern zum Spazierengehen und so. Und ich muss gleich unbedingt unter die Dusche springen. Ja, Isila werde ich dann einfach ins Bett tun, solange. Ja, ich habe ein bisschen was angestellt, ich habe den Sessel hier hingestellt und ja, ich habe wirklich überall geputzt. Also überall auch unten drunter und in den Schränken und auf den Schränken und na. Ich habe Milan ein neues Buch gekauft. So ein Mein buntes Wörterbuch. Das habe ich bei Lidl gesehen. Hat 2,99 € gekostet. Und damit lernen wir halt die deutschen und türkischen Wörter. Ja. Ist ganz cool. So sieht dann Maesidas Portion aus. Ein bisschen Käse, bisschen Geflügelwurst, Brot, Tomate und Paprika. Ja, mal gucken, was sie davon isst. Und das ist meine Portion. Und Sergeant kriegt was anderes. Der kriegt einen Auflauf, den hatte ich gestern schon gemacht, aber ja, er kam gestern halt nicht nach Hause und dafür bekommt ihr den heute. Das ist so süß. Sie kann jetzt Danke sagen. Und dann gibt sie mir immer was. Und dann sagt sie mal Dada. Danke! Okay. Danke. Nein, du sollst das essen. Nein. Pam, ja, Pam. Mam, mam, mam. Guck mal hier. Hab ich dich erwischt? Was machst du da? Was machst du? Jetzt hast du auf Pause gedrückt. Geh mal her. Gib mal her. Hallo? Was hast du gemacht, Schatzi? Dass das nicht mehr geht. Was hast du gemacht? Jetzt geht das nicht mehr. Ja. Das ist ja ein ganz komisches Bild jetzt. Guck mal, was für schöne Löckchen Essila bekommen hat. Oder liegt das jetzt am Belly Button Shampoo? Ah, guck mal, deine Locken. Nee, kannst du ja gar nicht sehen. Haha, guckt ihr mal hier, was für schöne Locken sie hat. Ne? Mama hatte als Kind auch Locken. Mädel, du setzt dich immer so an die Kante, ne? Ja, und was hat Mama alles Schönes auf ihrem Handy? What's on my phone tag? Wollen wir den mal eben machen? Jo. Scheiß Hülle geht immer ab. Ich brauche eine neue Handyhülle. Irgendwie. Am besten nur so ein Bumper oder wie die heißen, was hier nur so rumgeht. Schmeckt das gut? Nee. Danke. Danke. Das heißt übrigens Danke bei ihr, ne? Ja. Danke, hast du gesagt. Danke. Nee, ich hab das jetzt. Willst du wieder haben? Bitteschön.
Gleiches Bild wie gestern Abend. Das liegt daran, dass wir jetzt gerade frühstücken. So, Isila hat wieder ein bisschen Gouda-Käse, Fleischwurst, Milchbrötchen und Paprika. Ja, nicht den Teller, Schatz. Ja, das Milchbrötchen mache ich ihr dann immer so auf den Teller. Und Milan hat dasselbe, nur er hat noch Cherry-Tomaten dazu. Und wir sind seit 6 wach. Mittlerweile haben wir 7.40 Uhr und der Papa schläft noch. Und ja, der hat jetzt 14 Tage Urlaub. Ja, da freue ich mich drauf. Mann und Isila schlafen immer noch. Beziehungsweise Isila ja schon das zweite Mal. Und Milan und ich bereiten gerade Frühstück vor. Ja, ich habe gedacht, ich mache mal ein paar Sandwiches mit Zwiebel, Tomate, Käse und Wurst. Ja, das leckere Brot habe ich bei Netto gekauft. Das ist echt super lecker. Und heute Abend sind meine Eltern zum Wrap-Essen da und ich zeige euch natürlich, wie ich alles vorbereite und was wir zum Wrap alles essen. Ja, ich mache es auch zum ersten Mal. Mal gucken, wie das dann schmeckt. Ja, hier sind die Sandwiches einmal in Making. Und hier kochen noch ein paar Eier. Ja. Schummelchen, Wasser mit. Wasser? Ja. Möchtest du Wasser trinken? Ja, Wasser trinken. Okay. Was denn? Oh, hast du gesehen? Mama? Ja. Ja. Hier, Tropical Iceland in Berlin. Hier, Tropical Island. Tropical Iceland Berlin. Eine Cola kostet. Hier Urlaub und Übernachten in tropischen. Was willst du? Wie kann man dann jetzt hier. Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Also zu den Wraps gibt es einmal gemischten Salat. Da habe ich jetzt Minze, Tomaten, Gurken und ganz normalen Kopfsalat drin. Dann gibt es einmal Hackfleisch. Da kommt dann noch Petersilie rein. Ja, die Torte ist zum Nachtisch, das ist Mandarinentorte. Dann haben wir einmal diese Wraps hier, die mache ich dann in der Pfanne warm. Dann gehen wir mal einmal hier rüber, da haben wir Gewürzgurken. Dann habe ich Thunfisch. Kidneybohnen, Mais, Hähnchen. Und da oben habe ich Soßen, einmal Joghurtsoße und einmal Currysoße. Hallo. Ja, oh Mann, verdammt, ich habe schon wieder nicht so viel aufnehmen können und wir haben es jetzt schon 19 Uhr. Und meine Eltern sind gerade weg und ich habe hier noch ein bisschen was zum Aufräumen. Ich muss hier ja, Tortenplatte noch sauber machen und dann das Geschirr hier noch wegmachen. Aber ich muss die Spülmaschine dafür ausleeren. Ja, war ein schöner Tag oder Abend oder Nachmittag. Kinder liegen schon im Bett, die sind ziemlich fertig. Oh, ich bin unscharf, doch. Ja, ich zeig jetzt noch mal kurz raus. Kommt bestimmt gleich wieder eine Stunde oder so. Oh, mein Akku blinkt. Ja, ich weiß gar nicht, was ich alles aufgenommen habe, aber ja, morgen ist ja auch noch ein Tag. Sauber. Ja, wie immer habe ich mein Terranfeld mit Scheuermilch geputzt. Und ja, das hinterlässt überhaupt gar keine Kratzer und das wird richtig sauber. Also, ich liebe das. Ja, jetzt mache ich es mir einfach nur noch auf der Couch gemütlich.
Ja. Mach mal einen Glückwunsch. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Gut. Was machst du so? Cool, will ich. Sie muss. Okay, Freestyle. So, wir haben jetzt spontan beschlossen, dass wir zum Schwimmen fahren. Und dafür wollte ich dann mal eben so ein paar Sachen vorbereiten, damit wir da halt nicht so viel zu essen kaufen müssen, weil die Kinder ja doch ständig irgendwas zu essen haben wollen. Auf jeden Fall gibt es für Serki und mich hier so Pita, die belege ich gerade mit Tomate, also gleich mit Tomate, Wurst, Käse und so weiter. Das ist dann jeweils eins für uns. Und für die Kinder habe ich jetzt hier einfach so Paprikasticks. Käse, dann habe ich noch Reiswaffeln und Kekse eingepackt, dann packe ich noch Milchbrötchen ein und Wasser? Wir gehen schwimmen, Schatz. Ja. Ich bin ins Saufen gekommen. Nee, du hast nicht geschlafen, du bist jetzt einfach aus deinem Zimmer gekommen. Hallo. Hallo. Wie siehst du? Gut, und dir? Ja. Warum geht denn der Scheiß nicht? So, jetzt haben wir 60 Minuten. Ja, ja. Kilometer mach ich nicht. Ja, wie lange brauchst du? Ich bin dumm hier von vorne. Hä? Hier von da bist du aber dumm. Warte. Das Ding ist, hier kannst du gleich gucken, wo es danach weitergeht. Was ist hier los? Wie lange braucht man für 60 Kilometer? Willst du es genau wissen? Mhm. 53 Minuten. Echt? Heftig, Mann. Ja gut, aber bis dahin brauchen wir auch schon wieder fast so lange. Von hier nach zum Theater. Brauchen wir auch eine halbe Stunde. Ist ja auch das, ja. Wenn ich jetzt hinfahre. Ja. Also Honolulu oder da? Ja, wenn du Bock hast, eine Stunde zu fahren, dann Honolulu. Honolulu. Ja, okay. Wir fahren spontan eine Stunde zum Schwimmen. Also eine Stunde Fahrt nehmen wir auf uns. Und dann 20 Minuten Aufenthalt? 20 Minuten schwimmen und dann wieder zurück. Eine Stunde fahren. Der Laden ist super. Hätten wir ein bisschen früher vielleicht. Okay, 3:30, dann sind wir 3:30 da. So 2-2,5 Stunden reicht für die Kinder ja auch. 5:30, 6:00. Wenn wir um 18 Uhr da abhauen, 19 Uhr wieder zu Hause sind. Scheiße. So, die Lichtverhältnisse sind jetzt nicht mehr besonders schön und ich sehe auch nicht mehr besonders schön aus, aber das ist nicht so schlimm, weil wir sind jetzt wieder vom Schwimmen zurück. Jetzt ist es 19 Uhr, die Kinder sind im Auto schon eingeschlafen, aber ich mache das ja dann immer so, dass ich schon die Pyjama und alles mitnehme und frische Windeln und alles haben die ja dann. Und gegessen haben sie im Schwimmbad. Und Zerki ist nochmal los, das Auto saugen und tanken und sowas.
Und dann machen wir uns einfach nur noch einen gemütlichen Abend. Und ich werde das Video hier bearbeiten. Ich glaube, es ist ein bisschen langweilig geworden. Sorry dafür, aber ja, ich bin irgendwie manchmal nicht zum Filmen gekommen oder es hat sich einfach nichts ergeben. Aber ja, Sergi hat ja jetzt 14 Tage Urlaub und ich denke, dass jetzt ein paar mehr Everyday Life kommen. Ja, einfach weil er halt jetzt zu Hause ist und dann auch mehr zum Filmen gibt und wir auch mehr unternehmen werden. Ich muss mal gucken, ich schnack mal mit Sergi nachher. Vielleicht kriegen wir es auch hin, dass wir jetzt die 14 Tage, wo er Urlaub hat, jeden Tag eins hochladen oder jeden zweiten Tag. Ja, das muss ich einfach mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und jetzt sage ich gute Nacht, guten Tag, wie auch immer und bis zum nächsten Mal. Tschüss!